by the sign of the Holy Cross, from our enemies deliver us, Lord our God. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unsere geliebte Gottesmutter an Schwester Amapola. Rückeroberung, die Zitadelle meines Herzens. 15. öffentliche Botschaft vom 15. August 2024. Meine Kinder, eure Mutter spricht vom Himmel zu euch, dem Himmel, zu dem sie euch ruft, zu dem sie euch führt, an den sie euch erinnert, damit ihr euch nicht verirrt und euer Herz nicht traurig wird, weil ihr euch einsam fühlt. Ich rufe euch an mein Herz, an die Zuflucht, die der Vater für euch für diese Zeiten geschaffen hat. Kleine Kinder meines Herzens, mit wie viel Liebe schaue ich auf euch, und ich danke euch für jedes Zeichen eurer Zuneigung, eurer Liebe zu mir. Wie sehr tröstet ihr mich. Ich sammle eure Gaben der Liebe, der Sühne und der Wiedergutmachung für das verwundete Herz des Vaters und vereine sie mit meinem Opfer und dem Opfer meines Jesus. Danke, Kinder, für diese Wiedergutmachungsopfer angesichts eines solchen Hasses auf den einen, der die Liebe ist. Besonders an diesem Tag danke ich euch, geliebte Söhne von mir, Priester meines Sohnes. Ich kenne eure Bemühungen. Ich sehe eure Demütigungen und Leiden. Ich sehe meinen Jesus auf seinem Thron in euren Herzen und ich freue mich über eure Treue und Liebe. Und ich sehe, wie viel Erschöpfung und Entmutigung ihr tragt. Eine so schwere Last, wenn ihr die Verwüstung von allem seht, was der Vater geschaffen hat. Meine kleinen Söhne, kommt und schöpft neue Kraft in meiner Liebe. Kommt und bringt mir all das Leid meiner Kinder. Kommt und vereint euer Herz mit dem meinen. Und wie kleine Kinder, kommt und ruft euch und ruht euch in meinem Herzen aus. Ich segne euch, meine Söhne. Seid ermutigt. Ihr arbeitet nicht allein. Ihr arbeitet nicht vergeblich. Jedes Gebet, jede Arbeit wird ihre Früchte tragen. Bleibt an meiner Seite, trennt euch nicht von mir, und ich werde euch immer zum Willen des Vaters führen, besonders wenn der Nebel der Dunkelheit und der Sünde dichter und schrecklicher wird. Erlaubt mir, euch zu führen, unter meiner Hand werdet ihr in der Lage sein, meine Kinder zu führen, sie zu nähren und zu heilen. In persona Christi, Söhne, zu allen Zeiten, in jeder Situation. Ihr habt mich, wie mein Sohn mich an seiner Seite hatte, zu aller Zeit. In persona Christi. Wie viele eurer Brüder haben diese kurzen, aber wesentlichen Worte in eurem Priesterleben vergessen. Ohne sie, Söhne, gibt es kein Priestertum. Alles in Jesus, alles durch Jesus, alles mit Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Seine Person, sein Herz, sein Leib und sein Blut, sein Gesicht, sein Opfer, seine Wunden, sein Name, sein absoluter Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters. Dies sind eure Waffen, um die Herzen meiner Kinder, die wir euch anvertraut haben, zurückzuerobern. Bleibt in ihm, Söhne. Ihr kennt die Zeiten, Söhne. Ihr wisst, was wir verkündet haben. Ihr kennt die Konsequenzen angesichts so vieler Beleidigungen des Vaters. Ihr kennt die Macht unseres Feindes und seiner Armee, die über die ganze Welt verteilt und in allen Bereichen eures Lebens präsent ist. Ihr kennt die schreckliche Verwirrung, die herrscht und die alles umgibt, insbesondere meine Kirche. Meine Söhne, seid wachsam, damit ihr meine Kinder wachsam haltet. Wir haben euch gesagt, dass der Stuhl Petri und der Apostel usurpiert wurde. Die Kirche wird belagert, Söhne. Umgeben von den Mächten Satans und als Stadt, deren Mauern niedergerissen wurden, gibt es keine sichere Zuflucht, außer in der Zitadelle.
Mein Herz ist die Zitadelle, der Turm, die Bastion, wo es sichere Zuflucht, Frieden, Licht und Trost gibt, wo die Wahrheit ohne jede Einschränkung erstrahlt, wo die Soldaten meines Sohnes geformt und gestärkt werden, bereit hinauszugehen und zu kämpfen, wenn die Stunde kommt, wenn die Trompete erklingt. Tretet ein und bringt alle meine Kinder in euren Herzen mit. Kommt, Söhne, tretet ein in die Zuflucht, die für euch bereitet ist. Und so wie nach dem Tod meines Sohnes die Apostel und Jünger zerstreut wurden, so sind jetzt meine Kinder zerstreut, voller Angst und Verwirrung. Und so wie in jener Stunde, der Stunde meines Opfers in Schmerz und in der erdrückenden Wartezeit, ich, die zerstreuten Schafe meines Sohnes und diejenigen, die berufen waren, ihre Hirten zu sein, rief und um mich versammelte, so versammle ich in dieser gewaltigen Stunde meine Kinder und meine Priestersöhne in meinem Herzen um mich herum und gebe euch Licht, Hoffnung und die Gewissheit des Kommens meines Jesus und seines Sieges, das direkte Eingreifen des Vaters, um seine Schöpfung zu erneuern und zurückzuerobern. Und so wie ich die Apostel erneut um mich versammelte, um im Gebet das Kommen des allerheiligsten Geistes Gottes, des Geistes der Wahrheit und des Lichtes zu erflehen und vorzubereiten, so versammle ich nun erneut euch, meine geliebten Söhne, meine Priester, damit ihr mit mir das neue Kommen erfleht, das neue Pfingsten, das alles in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen wird. Bleibt in Frieden und Hoffnung bei mir. Ich brauche euch an meiner Seite, Söhne, damit wir gemeinsam diejenigen sammeln können, die durch die Verwirrung und Angst verstreut wurden und sie in die Herde meines Jesus bringen können. Ich werde euch in euren besonderen Situationen Licht geben. Ich komme zu euch wie der Sonnenaufgang nach einer langen stürmischen Nacht. Jeder von euch ist für mich notwendig. Jeder von euch hat meine besondere Liebe. Mein Gesicht, mein Name, meine Liebe sind euer Schutz vor jedem Angriff auf euer Priestertum, auf die euch anvertraute Herde. Eure Mutter begleitet und segnet euch. Eure Königin dankt und ruft euch. Atmet meine Liebe, damit ihr die Klarheit Gottes in eurem Herzen habt. Ich segne euch, Söhne meines Herzens, und ich segne unsere kleinen Kinder, die ihr hütet. Meine Kinder, ihr alle, betet für meine Priester, betet für eure Brüder, die zu einem solchen Opfer und einer solchen Verantwortung berufen sind. Danke, Kinder. Meine Söhne, die ihr das apostolische Pallium tragt, es ist die Stunde gekommen, Söhne, aufzustehen, wie es der heilige Erzengel Michael, mein geliebter Erzengel, tat. Wer ist wie Gott? Stellt euch an meine Seite unter meinen Mantel, damit die Kinder Gottes euch sehen und meinen Sohn in euch erkennen mögen. Es ist Zeit, Söhne. Habt keine Angst. Ich bin an eurer Seite. Und all eure Brüder, die die Wahrheit treu getragen und verteidigt haben und für sie gestorben sind, erheben sich und begleiten euch im Geiste in dieser schrecklichen Stunde, in der jeder Aspekt der Wahrheit verachtet, verzerrt und angegriffen wird. Ihr seid nicht allein. Wem gehört ihr an? Nehmt das Licht an, das ich euch gebe, damit ihr, indem ihr seht, wie ich sehe, mein Herz verstehen und aufstehen könnt. Ich weiß, Söhne, was ich von euch verlange, aber ich bitte euch darum im Namen meines Jesus. Ich bitte euch darum aus Liebe zum Vater. Ich bitte euch darum in der Fülle des Lichtes des Allerheiligsten Geistes, der auf euch herabkam, um euch zu salben und aus euch heilige Altäre für das vollkommene Opfer meines Jesus zu machen. In persona Christi, meine Söhne. Ich verstehe eure Fragen, Zweifel, Unsicherheiten vor der Verwirrung. Und deshalb komme ich zu euch,
Deshalb rufe ich euch und spreche zu euch, meine Kleinen. Deshalb hat eure Mutter Mitleid mit euch und hilft euch zu sehen, eure Augen mit mir zu erheben und zu sehen, wie der Himmel sieht und zu sehen, was kommt. Sowohl das Grauen als auch die Hoffnung. Und so in der Lage zu sein, unsere Kinder in meinem Herzen, in der heiligen und sicheren Zitadelle zu versammeln. Söhne, schaut mich an und fürchtet euch nicht. Ich schaue euch alle an, meine kleine, große Armee, und ihr erfüllt mich mit Freude. Eure Reaktion auf meinen Ruf, euer Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters, eure Liebe und eure Nächstenliebe für eure Brüder und Schwestern, die in Dunkelheit gehüllt sind. Schenkt mir euer Lächeln, meine kleinen Kinder, denn wie viel ist in diesem Lächeln enthalten, das inmitten der großen Schlacht dargeboten wird. Ich empfange alles. Seid in Frieden, meine kleine Herde. Ich werde euch bei jedem Schritt führen. Denkt daran, dass das Licht Gottes unendlich größer ist als die tiefste Dunkelheit. Prägt euch diese Wahrheit ein und vergesst sie nicht. Alles andere Licht verblasst, aber das Licht Gottes bleibt lebendig, stark, ewig, schön. Schön, Kinder, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bringe euch Lichtblitze, kleine Strahlen dieses unendlichen Lichtes, damit ihr überleben könnt. Aber die Fülle dieses Lichtes, das euch eines Tages vollständig umhüllen wird, wird euch für alles entschädigen, wird euch von allen Wunden heilen. Denkt daran, dass dieses Licht auf euch wartet. Ich segne euch, meine Kleinen, jeden einzelnen von euch. Ich hinterlasse euch meine Liebe und mein Licht, meinen Jesus. Sprecht mit mir. Gesegnet und gepriesen sei zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort der heilige Name Jesus. Sein heiligstes Herz, sein kostbares Blut und sein Kreuz sei unsere Zuflucht und Erlösung. Jesus, Jesus, Jesus. Seid in Frieden, bleibt in meinem Herzen. Eure Mutter, die euch so sehr liebt, Maria, die Allerheiligste, Königin des Himmels und der Erde und die Zuflucht aller Kinder Gottes. And may Almighty God bless you by the intercession of the Immaculate and Sorrowful Heart of our Blessed Mother, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.